ihr Lieben, herzlich willkommen in meine Torten- und Kuchenwelt. Heute kommt wieder ein leckeres, regionbezogenes Gebäckrezept von mir aus der türkischen Küche mit Hackfleisch und Käse gefüllt. Sieht richtig super aus und schmeckt richtig super, super lecker. Und komme gleich zu den Zutaten. Wir brauchen 500 ml lauwarmes Wasser, 200 ml lauwarme Milch, 1 Esslöffel Essig, 1 Esslöffel Zucker, 1 Esslöffel Salz, eine Packung Trockenhefe und Mehl nach Gefühl nehme ich immer. Ich sage euch dann im Anschluss, wie viel ich genau genommen habe. Ich werde erstmal das Wasser und die Milch in meine Rührschüssel hineingeben, gebe den Zucker noch mit rein und die Hefe und lasse die Hefe so ungefähr 10 Minuten gehen. Jetzt werde ich den Teig vorbereiten. Ich gebe ein bisschen Mehl hinein und gebe dann gleichzeitig Salz und Essig noch mit rein und werde dann so nach und nach immer Mehl hineingeben und den Teig vorbereiten. Ich habe ganz genau 1 Kilo Mehl genommen, das reicht dann auch völlig aus und das ist auch wirklich ein sehr schöner Teig geworden. Für die Füllung habe ich 500 Gramm Hackfleisch, eine sehr große Zwiebel, 2 Zehen Knoblauch, Salz, Pfeffer, Blattpaprika. Zwiebeln habe ich schon mal klein geschnitten, Knoblauch werde ich einfach zerdrücken. Erst werde ich das Hackfleisch anbraten. Wenn das Hackfleisch angebraten ist, gebe ich die Zwiebeln noch mit rein und den Knoblauch. Brate das Ganze noch mal richtig an. Schmeckt das mit Salz und den Gewürzen ab. Der Teig ist schön gegangen. Ich werde jetzt aus dem Teig runde Bällchen formen. Ich bestreiche zwischendurch immer wieder meine Hände mit Öl, damit der Teig nicht an meinen Händen kleben bleibt. Weil das ist ein sehr schöner, weicher Teig geworden. Ich habe jetzt meine Arbeitsplatte mit Öl bestrichen und mache ein Bällchen einfach mit der Hand auf und den zweiten auch. Dann kommt Hackfleisch in der Mitte rein und nächstes Bällchen wird dann einfach darüber gelegt. Und dann kann man die Seiten schließen. Ihr könnt auch ein bisschen geriebene Käse noch drauf packen. Ich werde die jetzt mit Eigelb bestreichen und bei 180 Grad ungefähr 30 Minuten backen. Also die müssen dann eine schöne Farbe annehmen. Ich bestreue dann noch ein bisschen Sesam darüber. Hoffentlich hat euch auch dieses Rezept gefallen. Ihr müsst das unbedingt ausprobieren. Ich wünsche allen, die es ausprobieren möchten, viel Spaß dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Videos teilen und kommentieren würdet. Alle, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, können ihn jetzt abonnieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.